Willkommen zum Finanz- und Wirtschaft-Börsencocktail. Was haben wir heute für Sie? Wir fangen an mit einem Aktientipp. Danach haben wir Carsten Junius, der Chefökonom von Safra Sarrazin, der zusammen mit Silvia Walter, meiner Kollegin, über Rezession, Inflation und die Aktienmärkte sinnieren wird. Und ganz am Schluss dann nochmal ein Duell mit einem Aktientipp natürlich nochmal dabei. Viel Spaß. Die Aktienmärkte, die bereiten uns allen Kopfzerbrechen oder vielleicht sogar Kopfschmerzen. Geht es nun weiter hoch oder nicht und wo sollen wir investieren? Und die gute Nachricht, ich habe da ein kleines Allheilmittel dagegen. Und zwar heißt das Allheilmittel, und das ist ein bisschen ein Karlauer, entschuldigen Sie, Galenica, das ist ein Medikamentenhändler, die verkaufen Kopfschmerztabletten. Und nicht nur das, sondern sie haben auch Aktien, die an der Börse kotiert sind. Und die Aktien, das sind Aktien, die ich als langfristigen Investitionstipp im Moment vielleicht sogar bevorzuge vor fast allen anderen. Galenica hört sich zwar irgendwo ein bisschen langweilig an mit Medikamenten, die verkauft werden, ein sehr zuverlässiges Geschäft, nicht sehr aufregend, man wächst langsam, aber stetig, man hat insgesamt 500 Apotheken in der Schweiz, das sind so Marken wie Amavita oder Coop Vitality, da gehen Sie vielleicht auch ab und zu mal hin, und man hat den Markt so richtig im Griff, kann man sagen, zumindest was Brick and Mortar betrifft. Und danach suche ich im Moment auch genau nach Zuverlässigkeit, nach Defensivität, und Galenica hat da noch durchaus Nachholbedarf. Ja, Jan, also ein bisschen hinterfragen muss ich diese Auswahl jetzt aber schon, weil in den Medien wird ja ganz viel darüber diskutiert, wieder, wie stark das Preisgefälle ist, gerade bei Medikamenten, Drogerieartikeln zwischen der Schweiz und dem benachbarten Ausland. Viele Schweizer kaufen ja Aspirin in Deutschland, Frankreich oder Italien. Dann ist Galenica ja eher schlecht aufgestellt mit diesem klassischen Apothekengeschäft. Da hast du im Prinzip recht. Dieses Problem gibt es natürlich schon seit einer Weile. Wie man so schön sagt, ist das im Kurs bereits eingepreist. Und dann gibt es jetzt ganz aktuell eine Entwicklung. Galenica hat über die WEKO, ein Unternehmen, man weiß im Moment noch nicht genau, welches das ist, angeschwärzt und sagt, es ist unfair, dass ihr uns die gleichen Produkte wie zum Beispiel in Deutschland ganz teuer verkauft und wir dann dem Kunden das weitergeben müssen. Also die machen jetzt wirklich was, das hilft schlussendlich den Konsumenten und es könnte auch Galenica helfen. Es schadet auf jeden Fall nicht, kann auch noch ein kleiner Kurstreiber sein, zusätzlich zu dem, dass Galenica Dividendenrendite 3% unter anderem auch sonst sehr interessant ist. Ja, aber die Aktienmärkte sind ja jetzt in den letzten Wochen sehr stark gestiegen. Der Kurs von Galenica war extrem unter Druck. Was dämpft den Kurs denn noch darüber hinaus? Ja, da hast du auch wiederum recht, muss ich sagen. Galenica ist irgendwo durch langweilig. Ich muss das kurz ablesen. Unser Redaktor Arno Schmocker hat letztens geschrieben, Galenica sind wohltuend unspektakulär. Und sie sind unspektakulär, weil so ein bisschen die Wachstumsfantasie fehlt. Die sind in der Schweiz tätig und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Und davon lasse ich mich aber nicht abhalten, weil ich mag Zuverlässigkeit. Ich will gar nicht, dass Galenica in Deutschland und in Frankreich und in Spanien und dann vielleicht noch irgendwo in Amerika anfängt, weil das birgt Risiken. Ich brauche im Moment defensive Kraft und deswegen ist Galenica absolut mein Tipp. Selbst für einen defensiven Wert wie Galenica hilft es natürlich, wenn der Aktienmarkt gut läuft. Und da haben wir zwar im Moment ein paar gute Wochen, aber es ist für mich zumindest völlig unklar, wo der Markt weiter hingeht. Und da gibt es zwei große Themen und die sind Inflation und Rezession. Und da haben wir jetzt Carsten Junius von Safra Sarrazin dabei, zusammen mit Silvia. Erklärt uns doch mal, wo geht's denn hin mit dem Aktienmarkt und was passiert mit Inflation und Rezession? Ja, Carsten, das Rezessionswort ist in allen Munden, muss man sagen. Wie sieht's denn aus? Ist die Rezession in der Schweiz schon angekommen oder tritt sie überhaupt ein? Und wenn ja, wann? Also in der Schweiz nicht, aber in Deutschland ist sie da, in Großbritannien ist sie da, im Euroraum kommt sie im dritten oder im vierten Quartal spätestens und in den USA im nächsten Jahr. Das ist kein gutes Umfeld, auch für die Schweizer Wirtschaft, die ansonsten sehr, sehr robust ist. Viel robuster und weniger anfällig bezüglich der hohen Energiepreise. Insofern denke ich, wenn wir hier in der Schweiz zwar um eine Rezession herumkommen, aber nicht um einen Abschwung in diesem Umfeld.
Ja, was mich jetzt auch erstaunt ist, eben dieses Rezessionswort ist überall, aber die Aktienmärkte quittieren das mit einem Achselzucken. Ist denn die Erleichterung über die Inflation einfach noch viel größer oder ist der Höhepunkt der Inflation wirklich erreicht? Ja, die Berichtssaison im zweiten Quartal, die war jetzt erst nochmal solide, vollkommen okay. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir bis Juni alle über Rezession geredet haben, ja, die dann halt eben nicht ganz so schnell kommt. Und ich denke, das hat zusammen mit den fallenden Inflationsraten zur Erleichterung geführt, vor allem bei Obligationen, deren Renditen gefallen sind. Und fallende Renditen sind in jedem Fall positiv für die Bewertungen am Aktienmarkt. Das haben wir in den letzten Wochen klar gesehen. Aber das sollte auch jetzt langsam leider beendet sein. Leider beendet sein, das heißt, du erwartest eine Korrektur zu aller Mindestwerte. Ja, ich glaube, dass wir diesen Aufschwung, den wir in den letzten 4 Wochen gesehen haben am Aktienmarkt, dass der jetzt ausläuft. Das ist durchaus typisch für Bärenmärkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einem Umfeld, bei dem sich die Wirtschaft weiter abschwächte, das nicht irgendwann auch in den Unternehmensgewinnen zu sehen sein würde. Daher sind unsere Jahresendziele eher niedriger als das, was wir aktuell am Aktienmarkt beobachten. Das heißt also durchaus Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Auf jeden Fall Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen, aber auch umschichten, vielleicht mehr in defensive Werte, raus aus den Zyklikern. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man jetzt empfehlen könnte. Ja, da müssen wir auch auf die Geldpolitik zu sprechen kommen, denn die SNB hat dieses Jahr schon sehr viel Mut bewiesen und du hattest das eigentlich auch so prognostiziert mit der Zinserhöhung vor der EZB. Was macht denn die SNB jetzt im September? Was können wir die SNB, die geht einfach so weiter. Die macht im September 50 Basispunkte, die macht im Dezember 50 Basispunkte und sie wird eher mehr als weniger machen. Ich weiß, das ist alles noch nicht eingepreist, das wird in den Umfragen auch noch nicht so erwartet, aber für mich ist es vollkommen klar, dass die SNB stur ihre Inflationsraten nach unten drücken möchte. Das ist dann natürlich auch wieder gut für uns alle und ist auch gut für den Schweizer Franken. Ja, wenn du sagst, das ist noch nicht eingepreist, dann kann man ja Geld damit machen. Was kann denn der Privatanleger jetzt unternehmen, um davon noch zu profitieren? Also erstmal kann er natürlich Zinsderivate kaufen auf die stärker steigenden Geldmarktzinsen, wenn das seinem Risikoprofil entspricht. Ansonsten gehe ich davon aus, dass einfach der Schweizer Franken auch weiter ansteigen wird. Das heißt, als Privatanleger sollte man sich gut überlegen, ob man weiter Geld im festverzinslichen Bereich in der Europäischen Währungsunion oder woanders halten möchte oder ob man nicht einfach lieber hier in der Schweiz bleibt. Oder für die ganz Risiko-Affinen wären natürlich auch Optionsscheine auf den Schweizer Franken durchaus eine Option. Schweizer Franken stärker. Ich weiß, dass sich da einige Sorgen machen. Ja. Also wir gehen so Richtung 90 Rappen Euro hin. Das könnte doch der Schweizer Wirtschaft auch schaden, oder nicht? Ja, natürlich schadet es etwas der Schweizer Wirtschaft, aber nicht unbedingt der Schweiz. Denn ein starker Wechselkurs bedeutet ja auch, dass die Importpreise abgefedert werden, dass die nicht so stark sinken. Und ich denke, das ist im Moment und sollte auch im Moment unsere Hauptsorge sein, dass die Preise nicht weiter explodieren, sondern dass wir die niedrig halten. Insofern ist in der aktuellen Situation, nicht immer, aber in der aktuellen Situation ist ein starker Schweizer Franken im Sinne der Nationalbank. Danke vielmals, Carsten. Ja. Wie versprochen jetzt noch das Duell. Und zwar das Duell wird sein Swiss Life gegen Zürich Insurance. Swiss Life hat kürzlich Zahlen vorgelegt. Die waren auch sehr gut, fand ich zumindest. Da konnte man nicht viel dran aussetzen. Und trotzdem gewinnt bei mir im Duell, und das Duell sehe ich jetzt eher kurzfristiger Art, also eine Art Trading-Tipp, wo man den einen vernachlässigt oder rausgeht und in den anderen reingeht, sehe ich Zürich Insurance als den Gewinner. Warum, fragen Sie mich zu Recht? Das hat einerseits damit zu tun, dass Swiss Life sehr viele lange laufende Lebensversicherungspolicen im Portfolio hat und gleichzeitig auch und immer mehr als Asset Manager agiert. Und das sind beides Bereiche, die im Moment von der Zinsentwicklung nicht profitieren, sondern im Gegenteil, die darunter leiden. Und Zürich hat das mit seiner Schadensversicherung, auch Lebensversicherungspolicen nebenbei, besser im Griff. Die sind einfach besser diversifiziert und deswegen glaube ich im Moment, dass Zürich Insurance als eine Art Trading-Tipp Swiss Life vorzuziehen ist. Also Jan, ich schätze ja deine Trading-Tipps, aber gerade im jetzigen Umfeld möchte ich lieber langfristig anlegen.
Wie vergleichen sich denn so die zwei Titel auch in der strategischen Sicht? Wer hat die Nase vorn? Ich halte es da jetzt einfach mal ganz einfach. Wenn ich langfristig schaue, gerade im gegenwärtigen Umfeld, dann achte ich persönlich sehr stark auf die Dividendenrendite. Und beide, Swiss Life und Zürich, haben eine sehr gute Dividendenrendite. Zürich hat mit leicht über 5% im Gegensatz zu 3% bei Swiss Life, da aber die Nase vorn. Und dann würde ich schon mal rein aus dieser Perspektive Zürich auch langfristig bevorzugen. Zürich Insurance, also der klare Gewinner des Duells, sowohl langfristig als auch kurzfristig. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres F&W Börsencocktail und da möchte ich noch eine kleine Aufforderung an Sie weitergeben. Sagen Sie uns doch, was Ihnen einerseits gefallen hat, sagen Sie uns, wie Sie investieren, was sind Ihre Favoriten, was möchten Sie gerne von uns im Börsencocktail das nächste Mal sehen. Wir gehen gerne auf Ihre Fragen und Wünsche ein und damit sage ich vielen Dank an unsere Gäste im Studio. Hat Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch und bis zum nächsten F&W Börsencocktail.